Hallo und willkommen zurück zum Womo Guide und zu unserer Reise quer durch Österreich. Wir sind Ola und Gerfried und wie ihr sehen könnt, sind wir gerne im Camper unterwegs auf der Suche nach Ruhe, schöner Natur und halbwegs unentdeckten Plätzen. Manchmal machen wir aber auch eine Ausnahme und nachdem wir im letzten Video über die schöne Postalm gefahren waren, geht es nun ab ins Getümmel der Stadt Salzburg. Viel Spaß bei diesem Video und schön, dass du unsere Reise mitverfolgst. Das Problem ist, dass heute schwere Gewitter angesagt sind und was wir jetzt machen ist, wir fahren in die Stadt Salzburg, denn dort dürfte es etwas sicherer sein und wir schauen uns den Stellplatz dort an, können wir gleich ent- und versorgen. Und vielleicht eine Stadtbesichtigung machen, wenn das Wetter noch hält. Angekommen am Stellplatz. Ein sehr netter Empfang hier mit Gastgeschenk. Wir haben ein Handtuch oder Küchentuch oder sowas ähnliches bekommen. Das Ganze kostet 20 Euro pro Nacht für zwei Personen ohne Strom. Strom benötigen wir ja nicht. Man bekommt ein Bonusheft und kann auf den Stellplätzen, die zum gleichen Betreiber gehören, Bonus Punkte sammeln und bekommt dann die 10. oder 11. Übernachtung gratis. Und wir gehen jetzt mal entsorgen, bevor wir uns häuslich einrichten. Ja, die Entsorgungsmöglichkeiten sind sehr großzügig angelegt hier. Wir können drei Fahrzeuge gleichzeitig entsorgen. Das ist vorbildlich. Wie ihr sehen könnt, ist der Platz hier sehr, sehr weitläufig. Wir hatten ja die Befürchtung, dass alles voll sein könnte aufgrund unserer Erlebnisse der letzten Tage, aber das war hier unbegründet. Es ist absolut kein Problem, hier noch Platz zu finden. Es ist eine sehr große Anlage, parzellierte Schotterparkplätze. Die Plätze sind schön lieb dekoriert, beziehungsweise die Abgrenzung ist auch eine Blumenkiste mit Lavendel und Kräuter. Das gefällt mir ganz gut. Als erstes werden wir uns jetzt mal stärken. Heute früh haben wir darauf verzichtet, auf dem Parkplatz, wo wir geschlafen hatten, auch noch zu frühstücken. Und jetzt um 12.30 Uhr regt sich der Hunger schon ein wenig. Und dann schaut das Wetter eigentlich noch ganz gut aus. Vielleicht schaffen wir es in die Stadt Salzburg. Wenn man schon mal auf einem offiziellen Stellplatz ist, dann muss man das nutzen. Und wir haben gerade Strom ohne Ende dank Solar und Sonne. Auch ein wenig Mittagsmüdigkeit und das war jetzt gerade richtig, um den letzten Qualitätscheck fürs neue YouTube-Video zu machen. Das wird jetzt gerade gerendert und dann hoffe ich, dass ich noch den Upload starten kann, bevor wir in die Stadt gehen. Und dann geht's los, ab nach Salzburg. Ab geht's in die Stadt und zwar mit dem Bus. Wir müssen leider noch 10 Minuten in der prallen Sonne warten. Was heißt leider? Gott sei Dank, was man nicht im Kopf hat, muss man bekanntlich in den Beinen haben. Und nochmal zurück, eine Maske holen. Die Welt ist klein, dahinter mir ist ein Gasthaus, da war ich schon mal beruflich vor Jahren. Hätte ich nie wieder gefunden und jetzt ist zufällig der Stellplatz genau davor. Als unseren Start hier in der Stadt spazieren wir mal am Fluss entlang auf der Suche nach einem Eiscafé. Was gibt es über Salzburg zu sagen? Salzburg ist wahrscheinlich nach Wien die bekannteste Stadt für die meisten Touristen in Österreich. Dabei ist es nur die viertgrößte mit 150.000 Einwohnern. Das sind sowohl Graz als auch Linz größer. Aber Salzburg hat natürlich sehr viel Historie zu bieten. Die Stadt ist bekannt als die Mozartstadt und die Altstadt ist natürlich sehr schön zu besichtigen. Ist fast vollkommen eine Fußgängerzone. Der Fluss, die Salzach, fließt durch und am Ufer ist es auch sehr schön. Und das Ganze sehen wir uns jetzt mal genauer an. Was auf alle Fälle auffällt, die asiatischen Touristen, die fehlen komplett. Es ist viel ruhiger als bei jedem unserer anderen Besuche bislang. Wir sind jetzt gerade die Gstettengasse heruntergegangen. Ohne es zu wissen, würden wir sagen, das ist wohl der Ausgehbezirk. Viele Bars und Restaurants. Die weltbekannte Getreidegasse. Die wurde von den Touristen bereits wieder entdeckt. Alleine sind wir hier nicht, aber es ist okay. Man muss sich nicht drängen.
Die Tourismus-Hotspots wie Mozarts Geburtshaus, in dem sich übrigens lustigerweise im Erdgeschoss ein Supermarkt befindet, lassen wir eher links liegen, denn wir wollen einfach nur die Stadt genießen. Ganz untouristisch ist Salzburg klarerweise nicht. Aber bei unserem Besuch hält sich der Besucheransturm in Grenzen und wir empfinden unseren Spaziergang durch die Stadt als sehr angenehm. Und so erreichen wir den Residenzplatz. Der heißt so, weil hier die Salzburger Fürsterzbischöfe residierten und die dafür notwendigen bescheidenen Behausungen, die alte und die neue Residenz, stehen eben an diesem Platz. Und weil Bischöfe nicht gern Bus fahren oder im Stau stehen, steht an diesem Platz dann außerdem auch gleich der Salzburger Dom, denn ein kurzer Weg zur Arbeit ist gut für die Work-Life-Balance. Den Domplatz auf der anderen Seite des Doms können wir euch nicht so richtig zeigen, denn hier wird fleißig montiert, nämlich die Bühne für die Salzburger Festspiele. Denn hier am Domplatz wird ja unter anderem das bekannte Stück Jedermann aufgeführt. Rund um den Dom kann man jedenfalls auch gut und gerne mehrere Tage verbringen, will man alles im Detail sehen. Alleine das sogenannte Domquartier beinhaltet mehrere Museen mit insgesamt 15.000 Quadratmetern Museumsfläche. Uns ist aber erstmal eher nach Ausblick zumute und deswegen wollen wir auf die Festung Hohensalzburg. So, jetzt wird's spannend. Wir haben Tickets gekauft, um auf die Festung raufzufahren, Online-Tickets. Und die günstigste Kategorie ist erst ab 18 Uhr gültig, das heißt, vorher darf man nicht drauf fahren. Und wie ihr seht, es wird jetzt schon richtig finster. Wir haben noch ca. 40 Minuten Wartezeit und wir hoffen, dass sich das ausgeht. So, die Eule habe ich wieder gefunden und es hält immer noch. Wir werden noch nicht angeregnet, es bleibt spannend. So, wir sind beinahe am Ziel. Hinter mir schon die Festung. Wir müssen nur mehr eine halbe Stunde übertauchen und hoffen, dass der Regen ausbleibt. Und dann fahren wir mit der Bahn da nach oben. Wir haben die Bahn erreicht, keine Sekunde zu früh, es beginnt gerade zu tröpfeln und es donnert leider auch schon. Wer beim Warten durstig wird, kann diesen Durst im nahen Stiegelkeller löschen, wenn der offen hätte. Als ob der Sturm sekundengenau auf uns gewartet hätte. Das haben wir ganz großartig erwischt. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Zumindest habe ich eine Software dabei. Willkommen auf der Festung Hohensalzburg. Es ist ziemlich einsam hier oben. Wir genießen unser Pech mit nur 2 bis 3 weiteren Touristen, aber immerhin, die Audioguides verstecken sich nicht vor uns und erzählen uns allerlei Wissenswertes über die Festung und die Historie der Stadt. Thank you.
Ja, blöder kann es ja nicht laufen. Genau die Zeit unseres Besuchs war Mistwetter. Jetzt ist es wieder okay, davor war es okay. Nur während wir auf der Burg waren, hat es immer nur geschüttet, gestürmt, gewittert. Eine Katastrophe. Und da vorne ist die Orla, die habe ich jetzt bald wieder eingeholt. Wir haben getrennte Wege genommen, kurzzeitig. So, wir sind zurück im Camper. Man muss schon zugeben, das hätte heute besser laufen können. Das Gewitter, das Unwetter hat genau diese Zeit genutzt, wo wir auf der Festung in Salzburg waren. Und wir konnten das Ganze, den ganzen Outdoor-Bereich eigentlich überhaupt nicht genießen. Wir haben keine schönen Fotos von oben von der Stadt machen können, weil es uns immer auf den Kopf geregnet hat, beziehungsweise auf die Kamera. Wir konnten euch auch nichts weiter erzählen, weil das Mikro nicht wasserfest ist. Kaum waren wir wieder von der Festung unten, ist die Sonne wieder rausgekommen, der Regen hat aufgehört, also vom Timing her kann es nicht blöder laufen. Hey, ich war gerade Geschirr abwaschen. Das muss man hier nicht im eigenen Camper machen, denn dieser Stellplatz ist jetzt nicht wirklich ein Stellplatz, wie man ihn sonst kennt, sondern es ist eher ein Campingplatz mit einfachen Stellplätzen, sagen wir es mal so. Denn man hat wunderbare, saubere, großzügige Sanitäranlagen, man hat einen Aufenthaltsraum, man hat einen Wäschewaschraum und so weiter. Also von der Ausstattung her wirklich wie ein besser ausgestatteter Campingplatz. Nur, dass halt die Parzellen jetzt nicht campingplatzmäßig groß und grün sind, sondern eher Parkplatzcharakter haben. Aber das passt so. Gefällt uns gut und jetzt haben wir Hunger. Der Deal war, Euler wäscht ab und ich koche. Und das werden wir jetzt mal machen. Und dann war's das für heute. Ich bin ja sehr froh, dass ich wieder trockene und warme Füße habe. Ich war in Sandalen unterwegs und wenn es geregnet hat, war es für mich gar nicht angenehm. Angenehm war das heute nicht, aber das gehört halt auch dazu. Gibt solche Tage und morgen wird es vielleicht besser. Bis dann, gute Nacht. Ciao. Wenigstens endet dieser Tag thematisch passend. Guten Morgen, wir haben beschlossen, eine Reisepause einzulegen. Wir haben noch eine Nacht verlängert, weil wir das jetzt einfach mal genießen, nach einer Woche so richtig duschen zu können, schöne Sanitäranlagen zu haben und einen Platz zu haben, wo man auch mal draußen sitzen kann, ohne dass man jemanden stört. Wir machen gerade Frühstück. Frühstück Nummer 2, Frühstück Nummer 1 war nur Kaffee heute Morgen. Jetzt haben wir ein wenig den Vormittag verbracht mit Laptop-Arbeiten und so weiter. Und jetzt kommt dann Frühstück Nummer 2. Jetzt auch mit Nahrungsaufnahme und dann spazieren wir vielleicht noch mal in die Stadt. Gestern haben wir den touristischen Teil abgehandelt und heute entdecken wir nur mal so, was die Stadt noch so bietet. Kaffeehäuser, Strickshops für die Olli. Noch besser, es gibt einen Strickshop, das Wool and Coffee heißt. Also es gibt beides in einem. Na dann. Die Bushaltestelle ist da direkt vom Stellplatz. Das ist echt praktisch. Je nach Tageszeit fährt der Bus alle 10, 20 Minuten. Spätabends sondern nur einmal in der Stunde, aber man kommt gut in die Stadt. Achso, ja. Ja, that'll be nice. Wir finden es ja immer spannend, von einer Stadt nicht nur die herausgeputzten Tourismusattraktionen zu sehen, sondern auch ein wenig vom echten Stadtleben. Euler möchte jetzt einen Strickshop besuchen und dazu gehen wir mal zu einer Wohngegend entlang. Wir sehen die Industrieviertel vom Bus aus. Das ist auch alles ganz spannend, um die Stadt wirklich kennenzulernen. Ja, das Wollgeschäft haben wir gefunden. Euler ist schon drinnen versunken. Mir ist es zu warm, ich warte lieber draußen, bis sie fertig ist. Da gibt es immerhin ein wenig Luftzug und es ist wieder einmal so, dass der Wetterbericht überhaupt nicht gestimmt hat. Es ist total warm heute und von Regen derzeit mal keine Spur. Aber was nicht ist, kann er noch werden, hat man ja gestern gesehen.
Regenbogensocken und ganz lieber Knipfe habe ich bekommen. Und zurück und weiter geht's. Wir steigen aus dem Bus aus und es tröpfelt wieder. Wie sehr Salzburg in die Berge eingebettet ist, merkt man im Zentrum natürlich nicht so, aber kaum geht man etwas hinauf auf eine Erhöhung, dann blitzen im Hintergrund schon wieder die Berge in der Sonne oder hängen wie heute im Nebel. Aber es ist schon beeindruckend, die Berglandschaft, die man da direkt aus Salzburg raus sieht. Es ist wie verhext, kaum sind wir wieder auf diesem Hügel oben, fängt es wieder an zu stürmen. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist offiziell, dieser Berg mag uns nicht. Jedes Mal, wenn wir hier sind, fängt es an zu regnen. Zu allem Überdruss, sobald wir die Regenjacken anhaben und die Kameras wasserdicht verstaut haben, hört es auch gleich wieder auf. Wir haben genug gesehen, genug angeregnet geworden. Wir laufen jetzt zum Bus und fahren wieder zum Camper zurück. Bis später. Vorbei am Stiegelkeller der bekannten Salzburger Brauerei Stiegel landen wir mehr oder weniger zufällig am Petersfriedhof, einem der ältesten Friedhöfe der Stadt, auf dem viele historische Persönlichkeiten beerdigt wurden und der sehr schön gestaltet und gepflegt ist. Barockgräber, Katakomben und Kapellen aus dem 12. Jahrhundert laden zur Besichtigung ein. Ja, da sind wir wieder, zurück am Stellplatz, nun schon seit einigen Stunden. Wir haben jetzt einen gemütlichen Nachmittag verbracht. Ich habe ein halbes Video geschnitten. Eula war mit ihrer neuen Wolle aus dem Wollgeschäft beschäftigt. Wir haben den Regen aufs Dach prasseln lassen, denn natürlich regnet es schon wieder. Es hört einfach nicht auf. Das ist irgendwie das Motto unserer Reisen heuer. Morgen wollen wir wieder aufbrechen und weiterfahren. Das heißt, wir werden versuchen, nicht zu spät schlafen zu gehen, um dann morgen fit zu sein. Leider sind für morgen schon wieder Unwetter angesagt, aber es hilft ja nichts. Wir können ja jetzt nicht die restliche Reise hier verbringen. Einstweilen, gute Nacht und bis morgen. Nach einem schnellen Wasserfüllen geht es dann nach dem Frühstück für uns los. Ab in die Berge und leider auch ab ins schlechte Wetter.
Doch das kann ja nicht ewig anhalten und was wir als nächstes erleben, erfährst du im nächsten Video. Dranbleiben lohnt sich, denn eines können wir schon versprechen, nun wird's richtig spektakulär und ein paar Sonnenstrahlen sind ausnahmsweise auch mit am Programm. Wir freuen uns wie immer über dein Like und dein Abo, falls dir das Video gefallen hat, und falls du weitere Videos dieser Art sehen möchtest, vergiss nicht die Glocke zu aktivieren, damit du die nächsten spannenden Videos auch mitbekommst. Einstweilen danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video.